Arbeitslager einziehe. Fängt an zu regnen und zu gewittern. Ist unheimlich, ne? Die Geister rumlaufen. Ja. Ja. Ne, hier hast du auch noch alte Leitung und Sockel und oh, sowas. Ne? Ja, stimmt, wenn dann noch. Ist auch noch aufpassen, dass nicht reinfällt. Ja. Ja, es gibt ja auch ein Büchlein drüber. Oh oh, mit den Tropfen hier, das ist gar nicht so pralle. Das können die Kameras nicht gut haben. Haben keinen Schirm mit, ne? Spann den doch bitte mal auf. Ja, okay. Sonst gibt es hier nämlich gleich ein Unglück, glaube ich. Da ist auch schon viel Wasser auf der Kamera, sehe ich gerade. Soll ich die hinten reinpacken? Starke Nebelbildung. Heftiges Ding, ne? Ja. Richtig Sinter. Noch mehr Stimmen da hinten. Früher war der ja verkleidet und sowas, ne? Ja, mit Holz und sowas, ne? Der Stollen hier, der Tunnel. Ja, war ja richtig eingerichtet und da wurde ja drin gearbeitet und so. Ja, ich glaube, zweietagig war der auch. Dass sich oben Lager drin befanden und sowas. Guck, hier hatte der dann sein Schießende oder so, ne? Oder eins, hier hat er da wohl noch durchgeschossen. Noch weiter. In den einen. Hier hast du noch Sockel und so, ne? Keinen Ausgang mehr zu sehen. Ja, doch. Oh ja, doch. Ja?
ganz schön nebelig hier heute. Haben wir auch schon besser gehabt. Nebeliger hier. Was? Ja, ein Zug. Hier geht doch alle, hier links neben uns fährt er lang. Wir kriegen gleich mal Kontakt zu dem Tunnel. Du kannst ja warten, bis einer kommt. Dann die Verbindung zum anderen Tunnel hier. Ach, nee. Süß. Was? Da gibt's auch noch einen. Nee. Das ist nur so ein Schutzding, wo man sich drin verstecken kann. Tunnel, der mal gerade 100 Jahre oder so alt ist. Ist alles danach. Wahnsinn. Toll. Wir haben eine Tropfsteinhöhle im alten Eisenbahntunnel. Warm an, denn die Kälte greift den Darm an.
Das war früher die Tür hier. Und